ESTV, Videos aus der Region. Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und liebe Leser. Herzlich willkommen zu unserem Leserbriefforum. Drei Leserbriefe habe ich Ihnen heute ausgesucht, die uns erreicht haben. Ich lese Ihnen jetzt einfach mal nur die Überschriften vor. Da können Sie schon erkennen, welche Brisanz in den Leserbriefen steckt. Erste Überschrift: Einziger Trost, das Personal war sehr nett. Zweite Überschrift: Was ist aus dieser Stadt geworden? Und die dritte Überschrift des dritten Briefes: Aufgeblasene Veranstaltung. Einziger Trost, das Personal war sehr nett. Da geht es um das übliche Thema, wo man sich immer ärgert: Bürgerservice. Jedenfalls immer dann ärgert, wenn man warten muss. Und das war zumindest in der Stadt Esslingen, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, oft der Fall und ist es offenkundig immer noch. Marion Gras aus Reichenbach berichtet Folgendes. Also, dass es im Bürgerbüro Esslingen hakt, ist bekannt. Doch bei der Führerscheinstelle läuft es auch richtig gut. Klingt nach Ironie. Denn im Januar beantragten Führerschein, den im Januar beantragten Führerschein wollte ich am 10. Mai abholen und vereinbarte dafür einen Termin online. Um 13.30 Uhr sollte ich da sein und kam zu früh. Die Info war nicht besetzt. Aber halt! Es gab ein Touch-Terminal. Dort klickte ich die Führerscheinstelle an, aber es erschien nur die Meldung: Touch-Terminal nicht aktiv. Also gut, ich machte mich selbst auf den Weg. An der Führerscheinstelle wies mich ein Schild vor einer verschlossenen Tür darauf hin, dass ich mich am Terminal anmelden müsse. Wieder unten angekommen, traf ich eine nette Dame an der Info an, die mir erklärte, das Touch-Terminal sei erst wieder ab 13.30 Uhr bedienbar und dort müsse ich dann den erhaltenen Code eingeben oder ein Wartemärkchen ziehen. Das dauere gleich lang. Ich stellte mich demnach vor das Gerät und starrte auf die Digitaluhr. Inzwischen hatte sich hinter mir schon eine Schlange gebildet. Endlich! 13.30 Uhr wurde angezeigt und ich konnte einchecken. Am zweiten Terminal erklärte ein Herr, er habe keinen Termin, ob ich ihm sagen könne, was er tun müsse. Hier konnte ich mit meinem frisch erworbenen Wissen glänzen. Alsbald saßen wir beide im Wartebereich der Führerscheinstelle. Meine Hilfsbereitschaft rächte sich, denn der Herr kam vor mir dran, die ich doch einen Termin hatte. Wozu dann der Aufwand, wenn man mit oder ohne Termin gleich schnell bedient wird? Der einzige Trost war, dass das Personal sehr nett war. Anzumerken wäre, es geht hier bei der Führerscheinstelle um den Kreis Esslingen. Das anfangs des Briefes genannte Bürgerbüro, da geht es um die Stadt Esslingen. Aber Behörde, Behörde ist Behörde, Warten ist Warten. Und natürlich erreicht uns immer und immer wieder dazu Post. Es ist ein ewiges Ärgernis, was ungefähr 100 Jahre wahrscheinlich schon anhält. Aber manchmal ist es schlimmer und manchmal ist es weniger schlimm. Zur Stadt Esslingen hatten wir einen Beitrag. Da ging es um die Entwicklung der Innenstadt. Die Überschrift lautete: Urbanes Lifting mit viel Schminke. Mehr Charme für die City soll der Prozess Zukunft Innenstadt, wir packen es an, bringen. Ergebnisse aus Bürgerbefragung, Online-Plattformen, Expertenrunden und Ideenprozessen werden im Neckar-Forum vorgestellt. Dabei gab es Altbekanntes und ein paar Neuerungen. Dazu schreibt uns Dorle Heuer aus Esslingen: Was ist aus unserer Stadt geworden? Wenn man die Berichterstattung zu Esslingen täglich liest und zudem leider Einwohner Esslingens ist, muss zumindest ich mich fragen, was aus dieser ehemals netten, mit guten Einzelhandelsgeschäften versehenen und belebten mittelalterlichen Stadt geworden ist.
Vom Einzelhandel ist kaum etwas geblieben und der ehemalige Charme der Fußgängerzone verschwindet ebenfalls. Dazu kommt eine Neubebauung der Weststadt, die nicht mit dem Bild des Mittelalters, höchstens mit dem kaum zu überbietenden Scheußlichkeiten und der Austauschbarkeit mit anderen Retortenstädten in Verbindung gebracht werden kann. Wenn nun das Kauf-Karstadt-Areal neu erfunden werden muss, dann sollte sich der Gemeinderat eben nicht von einem Investor über den Tisch ziehen lassen. Aber scheinbar hat man sich wieder einmal einlullen und lobbyisieren lassen und statt einer Garantie zu verlangen, opfert man das Kaufhaus dem Profit des Investors. Insgesamt sieht eine zukunftsorientierte Stadtplanung mit einem Hauptaugenmerk auf den Klimaschutz und den Erhalt des Charakters einer so alten Stadt anders aus. Dazu muss man wissen, zur Einordnung, Karstadt Areal ist ein großes Gelände am Rande der Altstadt, das Filetstück der Stadt, über das seit vielen Jahren schon gerungen wird. Es gibt jetzt eine Entscheidung oder es gab eine Entscheidung Ende des vergangenen Jahres, dass es nun bebaut werden sollte. Und an dieser Entscheidung war gebunden, dass auch Karstadt erhalten bleiben sollte. Nun hat der Investor aber Karstadt gekündigt. Der Bebauungsplan steht trotzdem und die Stadt fragt sich, warum sie damals eigentlich, oder die Stadt, die Gemeinderäte, warum sie damals eigentlich zugestimmt haben, wenn das, woran der Entschluss gebunden war, nicht mehr zählt. Dummerweise ist das aber offenkundig nicht vertraglich festgehalten worden und nun macht so der Eindruck, aus der Stadtbewohner macht der Investor halt da, was er will und Esslingen guckt in die Röhre. Das war damit gemeint in dem Brief von Dorle Heuer aus Esslingen. Jetzt noch zu der Veranstaltung Urbanes Lifting mit viel Schminke. Dazu schreibt uns Rudi Meier aus Esslingen, aufgeblasene Veranstaltung. Die Stadt sollte zunächst einmal ihre Hausaufgaben machen, die sie in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt hat. Ein Beispiel ist die miserable Toilettensituation in der Stadt, insbesondere auf der Burganlage, die ja auch zur Innenstadt gehört. Wieso kann unser neuer OB Matthias Klopfer diese Aufgabe nicht zur Chefsache machen? Springt dabei zu wenig Image heraus? Auch die Beseitigung dieser Mängel gehört dazu, Esslingen lebens- und liebenswert zu erhalten. Schließlich gehört eine Zukunftswerkstatt dazu, Esslingen vorwärts zu bringen. Aber diese aufgeblasenen Veranstaltungen konnte ich als Zuhörer nichts Positives abgewinnen. Vom finanziellen Aufwand für uns Bürger ganz zu schweigen. Auch die neuen Bausünden sind hinlänglich bekannt. Der Bahnhofsvorplatz belegt man mit Platten und den alten ZOB bebaut man zu einer Häuserschlucht. Beide Bereiche hätte man begrünen können und das Stadtklima begünstigen. Man kann schon von einer esslingen Bauwut in Zeiten des OB Zieger sprechen, der auch den Gemeinderat im Griff hatte. Das ist der Kommentar von Rudi Meier. Toilette auf der Burganlage zur Chefsache machen, das geben wir dann auch gerne ins Rathaus weiter. Dort wird man ja sicherlich unsere Leserbriefe, die Briefe unserer Leserinnen und Leser lesen und womöglich auch dieses Video gucken. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zugehört haben und wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Ausgabe des Leserbriefforums der Esslinger Zeitung. Haben Sie einen schönen Tag.